Was bedeutet Besitzschutz in der gesetzlichen Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir hatten kürzlich ein Video zum Thema höhere Altersrente dank Besitzschutz aus einer vorhergehenden EM-Rente auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht, hier zum Angucken. Und da sind sehr, sehr viele Fragen zu diesem Thema eingegangen und die meisten Fragenden wollten einfach nur noch mal wissen, Herr Knöppel, können Sie uns noch mal so ganz grob den Besitzschutz erklären, damit wir das überhaupt verstehen, was Sie da gemeint haben. Der Besitzschutz ist in § 88 Sozialgesetzbuch Nr. 6 gesetzliches Rentenrecht geregelt. Und zwar sagt der Besitzschutz, hat ein Versicherter eine Rente wegen Alters bezogen, werden ihm für seine spätere Rente mindestens die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte zugrunde gelegt. Hat ein Versicherter eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente bezogen und beginnt spätestens innerhalb von 24 Kalendermonaten nach Ende des Bezugs dieser Rente erneut eine Rente, werden ihm für diese Rente mindestens die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte zugrunde gelegt. Das war der Gesetzeswortlaut des § 88 Absatz 1, Satz 1 und Satz 2. Ich mache es Ihnen an einem ganz einfachen Beispiel klar. Also stellen Sie sich Folgendes vor. Sie haben eine Erwerbsminderungsrente als Vorrente bezogen mit persönlichen Entgeltpunkten. Ich mache es immer 50,9876 persönliche Entgeltpunkte als Vorrente. Und jetzt beantragen Sie ein Jahr später eine Altersrente, zum Beispiel eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder die Regelaltersrente. Und in der Rentenberechnung der Regelaltersrente oder der nachfolgenden Rente haben wir auf einmal nur noch 48,9876 persönliche Entgeltpunkte. Also eine Differenz von 2 Entgeltpunkten. Normalerweise, wenn es die Besitzschutzregelung nicht gäbe, müsste Ihre Rente dann mit diesen persönlichen Entgeltpunkten berechnet werden. Das wäre dann etwas um 60 bis 70 Euro niedriger als die Vorrente. Da sagt aber das Gesetz, wer in naher Vergangenheit eine Rente bezogen hat, soll bei erneutem Rentenanspruch mindestens die alte Rente weiterbehalten. Der Besitzschutz, also dass Sie praktisch diese Entgeltpunkte, die persönlichen Entgeltpunkte aus der Vorrente, in der nachfolgenden Altersrente auch wirklich behalten, bezieht sich grundsätzlich immer nur auf diese persönlichen Entgeltpunkte und nicht auf den Zahlbetrag der Rente. Beide Renten werden grundsätzlich selbstständig berechnet. Und zwar mit Entgeltpunkten und daraus resultierenden persönlichen Entgeltpunkten. Das heißt also, wir müssen immer gucken, wie viele persönliche Entgeltpunkte habe ich in der Vorrente und wie viele persönliche Entgeltpunkte habe ich in der nachfolgenden Rente? Habe ich in der nachfolgenden Rente weniger Entgeltpunkte, persönliche Entgeltpunkte als in der Vorrente, greift der Besitzschutz. Es ist uns in der Besitzschutzregelung erstmal völlig egal, wie die nachfolgende Rente berechnet wurde. Jetzt werden natürlich wieder einige aufschreien und sagen, das stimmt doch gar nicht, was der Knöppel da erzählt. Doch, es ist so. Natürlich, da gebe ich auch den Kritikern gleich wieder recht, finden sich Entgeltpunkte aus der Vorrente auch in der nachfolgenden Rente wieder. Aber das ist nicht die Frage des Besitzschutzes. Der Besitzschutz sagt nur, wenn du Versicherter eine Vorrente hattest, eine hier zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente und du bekommst dann danach eine Altersrente, dann soll die Altersrente zumindest so berechnet werden in der Höhe, wie die Entgeltpunkte, die persönlichen Entgeltpunkte aus der Vorrente bestanden haben. Das heißt also, es kann in diesem Fall zum Beispiel die Altersrente grundsätzlich nur mit den besitzgeschützten Entgeltpunkten aus der Erwerbsminderungsrente berechnet werden. Das sind diese 50,9876 Entgeltpunkte, persönlichen Entgeltpunkte aus der Vorrente mal Rentenart Faktor 1, das ist der Faktor, den ich bekomme, wenn ich eine Altersrente habe, und multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert 34,19.
Das hier ist die Rentenformel für die Monatsrente. Und dann bekommt unser Mandant oder unser Kunde hier 1743,26 Euro Rente. Hingegen er, wenn er nur aus den 48,9876 persönlichen Entgeltpunkten die Rente berechnet bekommen hätte, wären es deutlich weniger Rentenleistung im Monat, nämlich dann 1674,88 Euro. Also Besitzschutz heißt nichts anderes, dass die persönlichen Entgeltpunkte aus einer Vorrente in der Altersrente, in der nachfolgenden Rente weiter gelten müssen, wenn die persönlichen Entgeltpunkte in der nachfolgenden Rente niedriger sind als in der Vorrente. Näheres zum Thema Besitzschutz können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.